Hallo, ihr Lieben. Der Sommer macht zwar gerade etwas Pause, aber er kommt garantiert wieder und damit die Hitze. Und da freut man sich besonders über kalte, eisgekühlte Dinge. Zum Beispiel richtig schönes kaltes Wasser mit schönen Aromen drin. Ich zeige euch, was man alles in die Eiswürfel hineinpacken kann, was lecker schmeckt und ganz wunderschön aussieht. Früchte, Blüten und Kräuter. Dann zeige ich euch noch, wie man Früchtepüree einfriert und was man daraus zaubert. Und auch zum Beispiel, wie man tiefgekühlten Kaffee verwenden kann als Eiskaffee. Und auch, wie man Früchte und auch Kräuter direkt einfriert und was man dann daraus macht und wie man die am besten einfriert, die Kräuter vor allem, ohne dass die matschig und braun werden. Wir gehen jetzt zusammen in die Küche und da geht's weiter. In der zweiten großen Form, die kamen so als Pärchen, mache ich jetzt mal ein Potpourri aus verschiedenen Beerensorten. Himbeeren natürlich gewaschen, gell? Brombeeren. Auch die kommen hinterher ins Trinkwasser, in die schöne Karaffe, blubbern dann diese Fruchtwürfel rum, das ist herrlich und das schmeckt dann auch so toll. Das Wasser ist dann so leicht aromatisiert und wenn man Lust hat, isst man das Obst am Schluss noch einfach so. Das ist dann ein bisschen wässrig, aber es ist ja trotzdem noch gesund. Auch hier jetzt Wasser drauf geben und ab damit in die Tiefkühltruhe. Wenn ihr jetzt auf die Schnelle keine großen Eiswürfelbehälter bekommt, könnt ihr auch einfach ganz normalen kleine nehmen und mit Mini-Bärchen verschönern und aromatisieren. Hier kommen meine Beeren, Eiswürfel. Das sieht toll aus. Und für die Farbe jetzt noch ein bisschen Zitrone hinzu. Und diese riesen Trümmer, die halten das wirklich lange, lange kalt. Ich finde, das sieht super aus. Jetzt kann man auch essbare Blüten wie Taglilien oder Ringelblumen einfrieren. Das sind dann so gefrorene Schönheiten im Glas. Das ist wirklich zauberhaft. Hier mache ich jetzt auch noch welche mit gefrorenen, essbaren Blüten. Selbstgezogene Stiefmütterchen, ungespritzte Rosenknospen, Gänseblümchen, auch Ringelblumen. Alles, was nicht gespritzt ist und ihr selbst gezogen habt, werden wir jetzt mal einfrieren. Bei selbstgezogenen, essbaren Blüten gibt es einen Trick. Da macht man die Eiswürfel erstmal nur so halb voll, dass die Blüte so ein bisschen in den Würfel einfriert und dann, wenn die so arretiert wird durch das untere Eis, dann schüttet man das ganz auf. Man muss das also quasi in zwei Etappen einfrieren. Ein bisschen eintauchen nutzt nichts, weil die kommen immer wieder hoch. Aber mit diesen zwei Etappen einfrieren geht das ganz gut. Der Blütenwürfel, das ist total schön. Wenn das dann schmilzt, dann hat man so eine Blüte im Glas. Für das Erdbeersorbet friere ich die Erdbeeren einfach erstmal komplett ein, so wie sie sind. Das Blitzsorbet, das sind die gefrorenen Erdbeeren von vorhin, 200 Gramm, 2 Esslöffel Erdbeermarmelade und ein wenig Zitronensaft. Fertig, schaut euch das an, das ist pure Frucht und ganz rechts ist es roter Pfeffer, das passt hervorragend dazu. Oh, ich liebe es. Was ich auch noch einfriere, ist Kaffee oder auch Espresso. Denn wenn man Besuch hat oder gerade Lust auf einen Eiskaffee hat, dann muss man erst Kaffee kochen, dann eine Stunde kalt werden lassen. Das kann ich mir jetzt sparen. Ich schmeiße diese Würfel nämlich direkt in Milch oder auch in Pflanzenmilch. Dazu kommt ein Ball Vanilleeis und auch Sahne obendrauf, wenn man Lust hat. Das ist ganz wunderbar. Mein Highlight ist der Eiskaffee. Ich habe jetzt Hafermilch im Glas. Dann kommen diese Eiswürfel, diese Kaffee-Eiswürfel rein, weil ich euch ja schon vorher erzählt habe. Das ist so super praktisch, wenn Besuch kommt, wenn man sowas immer in der Tiefkühltruhe hat. Das ist eine so schöne Idee. Und jetzt noch das Vanilleeis. Juhu. Das ist wirklich was Tolles. Um Minzeiswürfel zu machen, habe ich mir einen lustigen Trick ausgedacht. Da schließe ich einfach jedes Eiswürfelchen mit einer Zitronenscheibe ab, sodass die Blätter nicht so in die Luft stehen und dann vielleicht schwarz werden beim Einfrieren. Hier sind jetzt meine Minze- und Zitronen-Eiswürfel. Oh, ich finde, das sieht so toll aus, so appetitlich. Das war der Blütenwürfel mit der Taglilie. Den kann man mit Weißwein aufgießen oder auch mit Roséwein oder auch mit Sekt oder auch mit Wasser, mit Blubberwasser. Es geht genauso. Die Taglilie schmeckt wie Melone, die ist wirklich essbar. Und hier habe ich mir mit so einem Minze-Zitronenwürfel mit meinem selber gemachten Hollersirup einen Hugo gemacht, weil man hat ja nicht immer Minze zur Verfügung. Und so kann man sich ganz schnell einen tollen, schnellen Hugo zusammenbasteln. Ich bin also sehr begeistert von diesen Würfeln. Ich finde die wunderschön. Die Minze bleibt auch schön, wie ihr seht. Jetzt schmilzt sie gerade. Auch Fruchtpürees lassen sich super einfrieren. Ich werde jetzt die entkernte Melone durch den Mixer jagen und das Püree dann auch in die Eiswürfelbehälter geben. Dieses Melonenpüree kann man dann in alle möglichen Smoothies reingeben oder auch als Soße über Eis oder in Wodka-Soda. Schmeckt auch sehr gut.
ebenso Pfirsichpüree für Daiquiris und so weiter und so fort. Das ist mein Melonenfruchtpüree. Das kann man einfach so naschen oder man tut es in solchen Isolierbehälter. Dann kann ich das mit ins Schwimmbad nehmen oder zum See und dann habe ich da wirklich wunderbares Eis zum Lutschen. Das kommt dann entweder in den Kindermund hinein oder in meinen eigenen oder man tut es ins Getränk oder man lässt ein bisschen schmelzen. Dann hat man so ein herrliches eiskaltes Püreegetränk, was auch immer. So, ich hoffe, ihr hattet Freude und ein paar tolle Anregungen für euch mitgenommen. Ich zapfe mir jetzt hier so ein eiskaltes Früchte, Zitronen, Eisbeerenwasser und freue mich gleich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.